Wir befinden uns hier in der Röntgenabteilung des orthopädischen Krankenhauses Schloss Werneck. Röntgen gehört traditionell zur Orthopädie dazu, denn wir können im Röntgen wunderbar den Knochen darstellen. In der Abteilung hier führen wir normalerweise 70.000 Röntgenuntersuchungen im Jahr durch, dazu über 1.000 Computertomografien und weit über 1.000 schmerztherapeutische Interventionen unter Durchleuchtung. Jetzt kommt noch die DVT, die digitale Volumentomographie, dazu. Bei dieser Modalität wird aus einzelnen Bildern ein digitales 3D-Bild zusammengesetzt, auf dem wir auch feinste Veränderungen sehen können. Wir können das Ganze unter Belastung des Patienten röntgen, im Stehen, und das Ganze mit einem Vergleich zur Computertomographie deutlich reduzierten Strahlenbelastung. Es geht für uns einfach alles viel, viel schneller. Das muss man zum einen sagen. Dadurch, dass ich das ganze Gerät per Fernbedienung hinfahre, ist es natürlich viel leichter, viel schneller, als das vorher war. Ich habe genauso Zeit am Patienten, das ist ja auch gut so, aber ich kann den Patienten einfach auch in der Position lassen, die für ihn angenehm ist, und habe ruckzuck das Röntgenbild, kann sofort sehen, ist das Bild in Ordnung, ist es befundbar. Patienten sind einfach begeistert, weil es auch mega schnell geht. Wie, ich bin schon fertig, ich kann schon gehen. Dieses Projekt hier des Umbaus der Röntgenabteilung hatten wir uns im letzten Jahr vorgenommen. Dann hat Corona die Dinge enorm beschleunigt. Wir haben dann glücklicherweise von Siemens sofort ein Angebot für ein entsprechendes Gerät bekommen. Wir haben dann glücklicherweise den Bezirk überzeugen können, das Geld für diese Investition bereitzustellen. Und last but not least haben wir das Ganze in 3 Monaten hier installiert und dabei eben die Räume auch noch umgebaut. Wir haben schon immer gerne hier gearbeitet, aber in diesen Räumlichkeiten ist es natürlich umso schöner. Wir sind ein Team von 9 Leuten. Wir brauchen bald Verstärkung, und wer hier mit der neuesten Technik arbeiten will, der soll sich melden.